kann OpenAI oder künstliche Intelligenz denn deine Werbetexte für dich schreiben oder deine Werbung komplett übernehmen? Solche Claims hört man öfter im Netz, ne? Und ich habe jetzt noch keinen Weg gefunden, wo ich sage, das funktioniert richtig gut. Ne? Also, dass ich da einfach sage, hier, Bot, mach das mal und der macht meine Werbung. So aus der Kalten geht es nicht. Wir haben aber einen Weg gefunden, wo ich sage, so könnte es über einen Umweg funktionieren. Und zwar gibt es einfach Datenbanken, die sammeln die Anzeigen deiner Konkurrenz. Die kannst du in eine Excel-Tabelle reinpacken, also die Google Ads. Und dann nimmst du die künstliche Intelligenz und sagst, hey, schreibe diese Werbeanzeige zu diesem Keyword, um mit meiner Marke und mit eigenen Worten, eigenen USPs, dann schreibst du auf Masse die besten Ads deiner Konkurrenz um auf dich. Das funktioniert schon sehr gut. Also das kriegt der Bot hin aus der Kalten mit den Informationen. Und dann nimmst du genau diese Ads, also die, die beim Konkurrenten gut performt haben, auf dich angepasst, lädst die hoch und damit hast du einfach sagen einen kleinen Vorsprung, wenn du Ads startest. Und das ist eine sehr, sehr simple Methode, um schnell eben in die Google Ads mitspielen zu können, basierend auf Daten, die es schon gibt. Und das macht man nicht nur für einen Konkurrenten, sondern vielleicht für 5. Und wie das genau geht, das zeige ich im Webinar. Das ist ein Teil davon, von unserem Wettbewerbsanalyse-Webinar, wo ich einmal zeige, wo kriege ich denn eigentlich diese Daten her, die Ads meiner Konkurrenz. Was kann ich denn da auslesen? Wie kann ich damit arbeiten? Mit Menschen, mit künstlicher Intelligenz? Und wie kann ich denn daraus ableiten, was für mich funktioniert? Wie ich mich in den Google Ads aufstellen muss? Wie ich mich in anderen Ad-Formaten aufstellen muss? Das zeigen wir ganz transparent. Das heißt, wenn das für dich ein Thema ist, dass du mal deinen Konkurrenten durchleuchten willst, mit künstlicher Intelligenz gekoppelt, den dann nachahmen und das Ganze auch besser darstellen willst, dann komm gern dazu. Man wird auf jeden Fall einige coole Tricks und Kniffe lernen. Und manch einer ist dann auch erstaunt, was man denn da eigentlich alles so im Internet sehen kann von den Firmen. Und ja, ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Melde dich gerne an. Der Link ist hier irgendwo rund um das Video. Und wir sehen uns dann beim Webinar.